Damen und Herren, hier ist der Captain mit einigen Informationen. Unsere Flughöhe über dem Atlantik beträgt 37.000 Fuß. Wir werden die Küste der Vereinigten Staaten in einer guten Stunde erreichen. Die Crew hat mir berichtet, dass einigen von unseren Fluggästen nach dem Start von London Heathrow ein Knistern in den Kopfhörern aufgefallen ist. Dazu möchte ich Ihnen sagen, dass wir tatsächlich von einem Blitz getroffen wurden. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dies bei einer Maschine neuesten Typs wie dieser nichts zu bedeuten hat. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit unserem Bordprogramm. Entschuldigung, Sir. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss eingedöst sein. Ich bringe nur diesen Herrn auf seinen Platz zurück. Ja, gut, gut. Natürlich. Warten Sie. Geht's so? Ja. Nein, nein, wir kennen uns nicht. Aber vielleicht sind Sie so freundlich und rufen uns, wenn es noch einmal Probleme geben sollte. Probleme? Ach so, ja, natürlich, jederzeit ein Vergnügen. Zumal ich selbst in der Fliegerei tätig bin. Tatsächlich? Mhm. Interessant. Dann wünsche ich Ihnen beiden einen angenehmen Flug. Ja, danke. Na, was war denn los, mein Freund? Vögel gefüttert, was? Ein Starkkampf. Nochmal? Ja, auf dem Weg zurück vom Klo. Zack. Plötzlich alles steif und starr. Ich war wie festgewurzelt, hab den Gang blockiert. Die kamen nicht mehr durch mit ihrem Duty-Free-Wagen. Ja. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Aber ja. Wissen Sie, warum und wieso? Aus Angst. Angst? Angst wovor? Dass, wenn ich noch einen Schritt nach vorn mache, die Maschine sich senkt und Nase voran unaufhaltsam in den Atlantik taucht. Und genauso, wenn ich einen Schritt zurück mache, dass sie sich aufrichtet und wir absacken. Aber jetzt im Sitzen ist es okay, ja? Solange ich nicht eine von meinen Hinterbacken hebe. Ach, was wäre denn? Wir werden kippen. Ins Trudeln kommen. Das glauben Sie nicht wirklich, oder? Na, nicht wenn ich gemütlich zu Hause sitze und darüber nachdenke, dann nicht. Aber hier oben in diesem Metallsarg, 7 Meilen überm Ozean, spricht alles dafür. Übrigens, nicht Metall, nicht bei der Maschine. Die ist aus Kohlefaser. Tatsächlich. Mhm. Sie kennen sich wohl ziemlich gut aus, ja? Ja. Ich bin Flugingenieur. Mein Name ist Harry. Freut mich, Harry. Ich heiße Paul. Ja. Ich würde Ihnen ja gerne die Hand schütteln, aber dann müsste ich mein Gewicht verlagern. Ja, ja. Fürchterlichen Folgen, was? Seine Folgen. Dann sind Sie also wirklich ein Experte. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil. Und warum genau genommen? Ich brauche nur Sie im Auge zu behalten. Solange Sie nicht durchdrehen, habe ich auch keinen Grund. Ah, ja. Verstehe. Naja, soll mich freuen, wenn ich Ihnen nützlich bin. Sie haben nicht so welchen Buch dabei. Das rettet mich nämlich immer auf diesen langen Strecken. Ein Buch vor der Nase und bis zur Landung nicht mehr aufgetaucht. Kann mich nicht konzentrieren, zu viel Angst. Das ist nur wirklich nicht nötig, Paul. Das ist ein elektronisch gesteuertes Langstreckenflugzeug. Der letzte Schrei, ein wirklich todsicheres Ding. Gegen Angst ist kein Kraut gewachsen, Harry. Aber danke. Und wie wäre es, wenn Sie sich an den Tropf hängen? Ich meine, an das Bordprogramm. Sich berieseln lassen. Sonst würden Sie doch auf andere Gedanken bringen. Die servieren einem ja meistens was Besonderes auf diesen Flügel. Ja, könnte ich versuchen und Sie trotzdem im Auge behalten. Ja, 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 genau. So wie ich mich in einen Lehnsessel werfe, wenn ich mich total entspannen will. Und dabei das Journal der Königlichen Aeronautischen Gesellschaft lese. Schön, Harry. Ob Sie mir dann mal die Kopfhörer aus der Tasche da rausholen könnten? Wieso ich? Ach so, ich verstehe. Damit will ich abschmieren, was? Ganz recht. Moment.
beiden Sachen. Hier. Danke. Viel Vergnügen. Aber Wally, eine Kreuzfahrt können wir uns einfach nicht leisten. Na gut. Dann eben die Isle of Wight. Und warum nicht Teneriffa? Ich habe mich schon so auf Teneriffa gefreut. Liegen doch beide im Salzwasser. Aber du bist doch schon öfter geflogen. Das schon, aber da hatte ich auch noch nicht diesen Artikel über die Auswirkungen von Blitzeinschlägen auf die Avionik von Flugzeugen aus Kohlefaserwerkstoff gelesen. Das kann ich überhaupt nicht komisch finden. Wie denn? Reichlich geschmacklos, meiner Ansicht nach. Das Programm? Die reden hier von Blitzeinschlägen in Flugzeugen. Das soll unterhaltend sein. Nein, richtig. Aber sind Sie sicher, Paul, dass Ihnen, Ihre Fantasie nicht einen Streich gespielt hat? Ich meine, vielleicht sind Sie ja einen Moment eingetippt. Nein. Ich glaube jedenfalls nicht. Und wenn Sie es noch einfach mal mit einem anderen Kanal versuchen? Ja, dann mache ich vielleicht. Ja, Paul? Was ist Avionik? Eine Verbindung aus Aviare, Fliegen, und Elektronik. Also eine Bezeichnung für die Fluginstrumente, Bordcomputer, Steuersystem, die eine Maschine wie diese in der Luft hält. Verstehen Sie? Warum? Nur so. Und versuchen Sie es mit einem anderen Kanal. Mein Freund Symes gemacht hatte. Es würde uns, so viel ließ ich mit Bestimmtheit sagen, hinaus aus London und damit aus dem Bereich seiner jüngsten detektivischen Aktivitäten wieder zurück nach Dartmoor führen. Jedes Moorgebiet, das in vergangenen Tagen Schauplatz unserer gewiss spektakulärsten Unternehmungen gewesen war. So näherte ich mich der Behausung des berühmten Detektivs mit der größten Erwartung. Gewärmt von einem prasselnden Kaminfeuer und Mrs. Dockels köstlichem heißen Rumpunsch wollen wir uns nun, mein lieber Colonel, jener höchst ungewöhnlichen Sache widmen, mit welcher ich seit kurzem befasst bin. Ich bin begierig, Näheres zu hören, Symes. Die Regierung Ihrer Majestät hat mich beauftragt, Sie in Fragen der Sicherheit, vor allem des Schutzes vor Auskundschaftung, einer neuen Erfindung zu beraten, welche, zu kriegerischen Zwecken eingesetzt, eine durchaus umwälzende Wirkung zu haben geeignet ist. Was könnte das wohl sein? Eine Verbesserung der Reichweite von Geschützen und eine besonders zerstörerische Granate. Nichts dergleichen, Remington. Ich spreche von einem Gerät, feindliche Flotten zu beobachten, die unter dem Horizont kreuzen, und desgleichen feindliche Truppen beim Manövrieren noch innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Ein Spiegel an einem überlangen Halter. Trinken Sie Ihren Rumpunsch, bevor er kalt wird, Remy. Nein, ich spreche nicht von einem Spiegel an einem überlangen Halter, sondern von einem Fluggerät, welches schwerer ist als Luft. Wenn es schwerer ist als Luft, Symes, kann ein solches Fluggerät per Definition nicht fliegen. Wozu würden wir sonst Ballons und Luftschiffe verwenden? Weil wir außerstande waren, einen solchen Apparat mit einem hinreichend starken und genügend leichten Antrieb auszustatten. Bislang, Remy. Der Apparat wird mit einer Verbrennungsmaschine, Motor genannt, ausgerüstet sein, wie sie unlängst der geniale Dr. Otto erfunden hat. Ein Ausländer, dem Namen nach. Ein Deutscher, Remington. Ah, die tüchtigen Deutschen. In der Tat, strebsam auch in Handel und Industrie. Eifersüchtig auf unsere Flotte. Neidisch auf unsere Kolonie. Schurkisch genug, wenn ich recht verstehe, eine Erfindung wie die besagte an sich zu bringen und gegen uns einzusetzen. In der Tat, Remington. Es besteht guter Grund zu der Annahme, dass an solchen Plänen geschmiedet wird. Was aber, Symes, wenn der Motor dieses Fluggeräts versagt, während es am Himmel dahin zieht? Dann, mein lieber Remington, würde dieses mit zunehmender Geschwindigkeit der Erde entgegenrasen und dort furchtbar zerschellen. Paul. Paul, wird aber nicht schlecht, oder? Was haben Sie zu den Motoren von diesem Ding hier zu sagen? Soll ich die Stewardess holen, Paul? Ich meine, Sie würden ja nicht mitfliegen. Wenn Sie nicht überzeugt wären, die halten durch, oder? Aber sicher nicht, lieber Freund.
Also, die sind technisch einwandfrei, absolut einwandfrei. Ich übrigens, die Stewardessen haben Tabletten gegenüber. Ich fühle mich ausgezeichnet. Ich meine, Sie sind schließlich der Fachmann und solange Sie mit allem einverstanden sind, bin ich es auch. Ja, gut, gut, hervorragend. Ja. Aber was bringt Sie ausgerechnet auf die Motoren? Denken Sie öfter über Motoren nach? Überhaupt nicht. Hm. Normalerweise. Die beeinflusse ich ja nicht, wenn ich mich in die eine oder andere Richtung bewege. Oder in meinem Sitz vorlehne. Oder zu geräuschvoll die Toilette spüle. Nein, nein, nein. Das Programm, das Sie also einem da bieten, das ist für nervöse Menschen Gift. Unverantwortlich, meiner Ansicht nach. Ja, ja. Ja, von den anderen Passagieren allerdings scheint sich niemand aufzuregen. Ich frage mich nur, wie nervös muss jemand sein, damit ihn sowas aufregt? Sie meinen, das bin nur ich? Und ich bilde mir das alles nur ein? Ich bin Ingenieur, kein Psychiater. Ich verstehe nichts von diesem Ding. Hören Sie, der Film läuft erst seit 20 Minuten. Sie können leicht noch einsteigen. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn, er ist harmlos. Wirklich, nichts drin, was Sie aufregen kann. Wovon handelt er denn? Ja. Wer sind denn diese entsetzlichen Typen? Also er. Er ist ein Yuppie-Börsenmakler in New York. Und das Mädchen? Naja, sie auch. Also beziehungsweise eine Arbitragehändlerin, falls das einen Unterschied macht. Oder auch eine Investmentberaterin. Ich weiß nicht, ist ja auch wirklich egal. Jedenfalls bekommen sie es über enorme Geldgeschäfte miteinander zu tun. Und warum ziehen sie sich aus? Ja, weil sie es miteinander treiben wollen. Ja, aber in Wirklichkeit geht es die ganze Zeit um Geld, nicht? Also, beide spüren, dass der andere das Zeug dazu hat, Millionen zu schaffen. Und das wird wie ein Aphrodisiakum, nicht wahr? Unfehlbar alle 20 Minuten legen die los. Also, wenn die Finanzgeschäfte zu kompliziert werden. Ja, ich verstehe. Ja, Kunst ist es vielleicht nicht, aber... ansehbar, durchaus ansehbar. Tja. Worüber unterhalten Sie sich? Oh, Sie müssen den Kopfhörer aufsetzen. Ach so, okay. Hier. Tony? Woran denkst du? Ein Optionsgeschäft. Fantastisch. Wie dein Kopf funktioniert. Welche Aktie? Consolidated Amalgamated. Kaufst du oder verkaufst du? Ich bin dabei, sie zu verkaufen. Mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Hast du denn welche? Sonst noch was? Wenn die Optionen, die ich verkaufe, auslaufen, hole ich die Aktien aus dem Mülleimer. Aber meine Kunden müssen noch den vereinbarten Preis zahlen. Tony, das heißt doch, du hast Informationen. Ohne Informationen läuft doch sowieso nichts. Ich meine Insider-Informationen, die du nicht verwenden darfst. Hör mal, Süße, du weißt genau, woher ich komme, nämlich aus der Gosse. Und da wird auch nicht nach Regeln gespielt. Jetzt geht's nach oben und das steil und schnell und ohne Stopp. Und die einzige Frage ist, ob du einsteigst oder draußen bleibst. Wie gut sind deine Informationen? Consolidated Amalgamated produzieren den letzten Schrei an Flugzeugen. Kohlefaser, elektronisch gesteuert, gläsernes Cockpit. Das dauert nicht mehr lang und die fallen dutzendweise vom Himmel. Na, wenn schon, oder? Paul. Ich meine, was soll's? In einem Film wird viel geredet, oder? Sie sind selbst ja auch in allem anderen als in einem Flugzeug, nicht? Sie haben gesagt, Sie kennen den Film. Ja. Sie erinnern sich an die Stelle. Unterscheidet sich doch nicht von vielen anderen Stellen. Sie erinnern sich, worüber die zwei gesprochen haben. Über Geld oder Sex? Eins von beiden. Was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Würden Sie dieses Flugzeug, das in dem wir hier sitzen, als den elektronisch gesteuerten, aus Kohlefaser gefertigten und mit einem gläsernen Cockpit ausgestatteten letzten Schrei der Luftfahrt bezeichnen? Ja, das dürfte eine zutreffende Bezeichnung sein. Aha. Aber was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Können Sie mir das erklären? Was heißt das?
es in Ihrem Topf nicht schon schlimm genug aussieht, lieber Freund? Ich will es wissen. Ja, schon gut, schon gut. Verschonen wir doch die anderen damit. Also, elektronisch gesteuert bezieht sich auf das Kontrollsystem. Man soll sagen, dass es keine mechanischen Verbindungen zwischen den Steuerhebeln des Piloten und den Teilen gibt, mit denen seine Kommandos umgesetzt werden. Also das sind Querruder, Höhenruder, Hebezeuge, Klappen und so fort. Ein elektronisches, computergesteuertes Signal gibt den Befehl an einen Servomotor weiter. Das ist alles. Und was heißt gläsernes Cockpit? Also das heißt, dass die beschriebene Technologie auch auf die Instrumententafel des Piloten angewendet wird. Sie müssen sich eine riesige Bildschirmwand vorstellen. Statt Skalen und blinkenden Lämpchen, die überall direkt an die Sensoren in der Maschine angeschlossen sind, hat er nur noch computererzeugte Anzeigen auf Kathodenstrahlmonitoren. In anderen Worten, die Computer kontrollieren alles. Nein, die Crew kontrolliert alles durch die Computer. Das soll sicher sein? Klar ist das sicher. Es ist erheblich sicherer, sich auf elektronische Schaltkreise zu verlassen, die Signale einfach weitergeben, also in beide Richtungen, als auf die kleinen, vertrackten elektrischen und mechanischen Instrumente, die vorher in Gebrauch waren. Und diese elektronischen Schaltkreise und Signale und Computer bilden zusammen die Avionik, wie Sie mir zuvor erklärt haben. Richtig. Warum, Paul? Ach, das ist einfach meine Natur, Harry. Wenn ich erstmal anfange, die Haken zu sehen an einer Sache, bin ich nicht zu halten. Kein Kraut gewachsen dagegen. Ich nehme das Leben sehr ernst. Tut mir leid, dass ich so eine Plage bin. Das macht doch nichts. Ich meine, wieso? Ja, gar nichts. Sie stört ja offenbar nicht im Geringsten in diesem Ding, mit Kohlefaser, Cockpit und verglaster Steuerung zu sitzen, ne? Also was soll's? Sie sind der Fachmann. Da werde ich mich doch nicht aufregen. Das wäre ja gelacht. Bravo, Paul. Was Lustiges würde gut tun, ne? Ein bisschen Humor. Wenn ich auf andere Gedanken komme, ich glaube, ich gebe dem Programm auf Kanal 1 noch eine Chance. Bravo. Ist aber auch höchste Zeit, Paul. Die Lage verschlechtert sich nämlich rapide. Ah, unser Mann, halten Sie ihn fest, Tramming. Paul, Sie können die Lage rechnen. Sie allein. Wir müssen mit Ihnen... Paul. Ja? Du weißt wirklich, was mich anmacht. Mann! Ah, ich weiß nicht, Dolly. Ich möchte nicht. Ach was, Wally. Hab dich nicht so. Du weißt nicht mehr, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, du hast alles total vermuckst, dass es passiert. Geht's vernünftig ab. Ich fürchte nur, wenn ich ihm reinen Wein einschenke, schaltet er ab. Ach du heiliger Strohsack, ja, dann lass mich mal. Wir haben Ihnen was ziemlich Wichtiges mitzuteilen, Paul. Also werden Sie uns den Gefallen tun und dranbleiben? Ja. Das ist lieb. Los, jetzt du! Sehr freundlich, dass Sie bei uns vorbeikommen, Kumpel. Er heißt Paul. So. Tja, also, Paul. Normalerweise würden wir Sie ja nicht damit belästigen, aber über die üblichen Kanäle geht einfach nichts mehr. Alles dicht, sozusagen. Ganz recht. Und deswegen müssen wir Sie einspannen, Kumpel. Wobei klar ist, dass wir als sozusagen ganz gewöhnliche Vorstadt-Reihenhaus-Facharbeiter-Durchschnittstypen nicht die Schlaumeier spielen werden. Wir sind nur ziemlich nützlich, weil wir einfach alles auf den Boden der Tatsachen bringen. Nichts für Paul. Ich glaube, ohne Zuhörer tun wir uns leichter, Wally. Stimmt. So, also das Hauptproblem dürfte sein, dass Paul womöglich denkt, er... Nein. ...würde den meisten in seiner Lage Haar genauso gehen. Womit die meisten Haare genau recht hätten. So, dass Sie am besten einfach mal aus dem Fenster gucken, Paul, und Ihren Freund Harry nach dem fragen, was Ihnen da auffällt. Aber ganz beiläufig, völlig locker. Nicht unbedingt Ihre Spezialität, aber einfach mal versuchen. Dann wird's langsam Zeit, was zu unternehmen. Was? Das wird Ihnen der große Detektiv verraten. Klar, dass Sie jede Menge Fragen haben, Paul, aber die müssen warten. Ob ich nicht doch die Stewardess rufe, Paul? Ich meine, die kann Ihnen bestimmt helfen. Mir? Ich brauche keine Hilfe. Mir tun die Ohren weh, das ist alles. Also, ja. Naja, umso besser.
idiotisches Zeug Sie sich beim Fliegen anhören müssen, ne? Ja, etwas sehr hart ausgedrückt, ne? Wenn man Fachmann ist, meine ich. Ich sehe mir also jetzt zum Beispiel den rechten Motor an. Steuerbord, bitte. Ich meine ja nur, ein unerfahrener Reisender muss sich da doch tatsächlich wundern. Wieso? Sie sind es aber selbst. Jetzt? Ja, danke. Die Leute haben die komischsten Vorstellungen, wissen Sie? Die denken, die Tragflächen müssen zu Bruch gehen, wenn die Klappen ausgefahren sind und sowas. Mir sind mir diese kleinen Flämmchen aufgefallen, die da hinten immer aus dem Triebwerk herauszündet sind. Ja, und? Ist doch völlig normal. Aber das tun sie jetzt nicht mehr. Ich brauche die Stewardess nicht. Ich bin nämlich gerade los. Halten Sie die Klappe, verdammt nochmal. Mann, man hat doch keinen Grund, so ausfallen zu werden. Verzeihen, aber ich möchte kurz was zu Papier bringen, ja? Dabei muss ich mich konzentrieren, okay? Ja. Okay. Was ist los, Herr Reh? Ein bescheidenes Problem, Paul. Das sich tadellos lösen lässt und von dem die Crew garantiert weiß. Ich gebe denen lediglich eine extra Information. Ja, wollte ich, dass hier eine Panik ausbricht, oder, mein Freund? Aber was genau ist denn? Kann ich etwas für Sie tun, Sir? Ja, wenn Sie bitte diesen Zettel dem Captain geben würden. Ja? Bedauere, Sir. Wie Sie gewiss verstehen werden, können wir nicht zulassen, dass Reisende sich mit Fragen oder Mitteilungen an das Flugpersonal wenden. Wenn Sie mir sagen, worum es geht, werde ich mein Möglichstes tun, zu helfen. Also, es geht nicht darum, dass ich den Captain auffordere, die Maschine nach Kuba zu fliegen. Versteht Sie? Ich weise ihn lediglich darauf hin, dass ein Triebwerk ausgefallen ist. Ich möchte mich vergewissern, dass er es weiß. In diesem Falle bedanke ich mich für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen versichern, dass die Crew das Nötige unternimmt, falls es Funktionsstörungen in der Maschine geben sollte. Ach, tun Sie mir den einen Gefallen. Zeigen Sie den Zettel dem Chef Stewart und lassen Sie ihn entscheiden, ob der Captain die Nachricht bekommen soll oder nicht. Ja. Sie meinen, Sir. Sie sind von den Socken, was, Harry? Wie? Ihnen schlottern die Knie. Aber Sie sind ja plötzlich so forsch. Ich hätte gedacht, Angst würde mit der Zeit zu einer Art Lähmung. Ganz richtig gesehen. Jawohl. Ich fühle mich gar nicht so übel. Ich meine, ich habe schon noch Angst. Auf der anderen Seite habe ich ja ständig Angst. Und insofern ist keine Verschlechterung eingetreten. Aber wenn Sie sich jetzt in die Hosen machen, wird es ja langsam respektabel. Ich komme mir nicht mehr so lächerlich vor. Was, ich mache mir keineswegs in die Hosen. Ich habe lediglich getan, was ich als meine unbedingte Pflicht ansehe. Zugleich weiß ich natürlich, dass wir uns durchaus diesseits der Sicherheitsgrenze befinden. Na gut. Ausgezeichnet. Dann kehre ich mal zu meinen beiden alten Knackern zurück. Ich sehe, unser junger Freund begleitet uns. Paul, Sie haben genug Zeit mit der guten Mrs. Dockett und Ihrem Schwachkopf von Ehemann vergeudet. So bedauerliche wie unvermeidliche Voraussetzung für unser gemeinsames Eingreifen. So die Katastrophe im letzten Augenblick abgewendet werden soll. Sie müssen begreifen, dass Sie der unentbehrliche Mann dabei sind. Dass auf Ihren schwachen Schultern... Vorsicht, Simes, Vorsicht. Dass auf Ihren kräftigen Schultern, Paul, Erfolg oder Misserfolg des ganzen Unternehmens... Jawohl, von Ihrer Kaltblütigkeit und Entschlossenheit hängt alles ab. Aber bevor wir fortfahren, Simes... Ich möchte Paul gerne etwas wissen. Nur zu, vor unserem Mitstreiter darf es keine Geheimnisse geben. Er möchte gern wissen, warum wir in einem Zug reisen. Oh, naja, mir scheint, weil wir schnellstmöglich an einem bestimmten Ort ankommen müssen. Und unser Eins kann sich nicht leisten, in der Küche herumzusitzen und über die Nachbarn zu klatschen wie die unmöglichen Dockets. Man könnte vielleicht auch sagen, aus Gründen der Atmosphäre. Unser Eingreifen bekommt dadurch eine gewisse Wichtigkeit. Und ein schnelleres Beförderungsmittel steht uns nicht noch zur Verfügung. Wir können, ohne uns eines schweren Anachronismus schuldig zu machen, über Flugapparate jederzeit sprechen. Aber dass wir uns in einem befinden, das wäre zu viel verlangt. Ohne Atmosphäre. Würde uns die Luft ausgehen, oder? Mein Gott, was war denn das? Ein
eine Warnung, dass die Welt, wie wir sie kennen und lieben, uns in Kürze um die Ohren fliegen wird. Infolgedessen wollen wir jetzt unverzüglich zum Gegenstand unseres Treffens zurückkehren. In der Tat, Sam. Sie müssen begreifen, Paul, dass das Versagen Ihres Steuerbordantriebs nicht mehr und nicht weniger ist als ein Vorbote der umfassenden Katastrophe, die Ihr Vehikel in Kürze ereilen wird. Achtung, Paul. Kühles Herz und heißen Mut bewahrt. Der verbliebene Antrieb wird zugleich ein ähnliches Schicksal erleiden. Bei der Herstellung wurde der Einbau eines Teils in einer Unterbaugruppe des Schmiersystems vergessen, das dem Fachmann als O-Ring-Dichtung bekannt ist. Dies führt nach einer gewissen Betriebsdauer unvermeidlich zum Versagen der Motoren. Einer erneuten Zündung, wie sie versucht werden wird, dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit kein Erfolg mehr sein. Die für den Betrieb Ihres Luftschiffs Verantwortlichen wären am besten beraten, wenn Sie eine Notwasserung auf den Wellen des Ozeans so nah wie möglich an der Küste der Vereinigten Staaten einleiten. Unser Freund ist drauf und dran, einen Ohnmachtsanfall zu erleiden, Sainz. Oh. Unter den Umständen dürfte Riechsatz freilich kaum Einsicht haben. Oh. Ausgezeichnet, Sainz. Ist er da? Wie haben Sie das gemacht? Durch Projektion seines materiellen Leibes auf die astrale Ebene, mein lieber Remington. Ein kleiner Trick. Aber jetzt, Paul, müssen Sie sich zusammenreißen und unsere Botschaft an die Verantwortlichen übermitteln. Unser Freund wird gewiss sein Bestes tun, Simes. Aber zuvor möchte er noch wissen, warum diese weniger gut unterrichtet sind als wir. Er spricht von elektronischen Systemen, über die Sie doch verfügen. Und was wir wohl Rechenmaschinen nennen würden oder Denkapparate oder elektrische Gehirn. Beim Zeus, Remington, die Sache ist im vollen Gang. Es gilt zu handeln, nicht zu spekulieren und zu philologisieren. Wir besitzen ja nicht einmal das nötige Vokabular dazu. Paul muss jetzt unsere Botschaft weitergeben. Nochmal, ich will ja nur eine Bestätigung, dass die da vorne wissen, was passiert. Ich dachte, Sie seien überzeugt, dass nichts versäumt wird. Das bin ich auch. Zum weitesten Sinn. Und wenn man den Fehler erkannt hat, ist was dagegen zu tun? Man startet das Fehler neu. Routine-Sache, das ist nicht mal praktiziert. Mhm. Und wenn das nicht gelingt? Dann kommen wir auch in einem Triebwerk aus. Das ist kein Problem. Wenn das nicht auch versagt? Na, also die Wahrscheinlichkeit ist astronomisch gering. Wenn man von einer Zufallspanne ausgeht. Aber von was denn sonst? Oh Gott, jetzt fangen wir aber bitte nicht wieder damit an, dass Sie Ihren Korpus nicht hätten hin und her bewegen dürfen, ja? Ja, was ist, wenn es sich um einen Fertigungsfehler handelt? Wenn Sie ein Teil vergessen haben, eine Dichtung in einer Unterbaugruppe des Schmiersystems. Also damit... Na ja, ich frage ja nur. Es sind neue Maschinen. Ein solcher Fehler dürfte sich zur selben Zeit bemerkbar machen, nein? Schon. Aber wenn man ein Triebwerk während des Flugs neu zünden kann, dann geht es auch mit zwei. Diese Routine-Sache, wie gesagt, das wird an einem Simulator geübt. Mit Teilen, die tatsächlich fehlen, soll man Triebwerke wieder starten können? Hey, Sie entwerfen hier ja ein Katastrophenszenario, wie man so schön sagt. Ja. Naja, zugegeben, das wäre allerdings nicht allzu aussichtsreich. Dann müssten Sie das Ding also notwassern, richtig? Ist das auch eine Routine-Sache? Ja, das ist mit so einer Maschine noch nie versucht worden. Verzeihen Sie? Ja. Ach so, ja. Na, wie lautet die Antwort? Alles unter Kontrolle, vermutlich. Der Captain lässt Sie fragen, Sir, ob Sie wohl so freundlich wären, zu Ihnen ins Cockpit zu kommen. Verdammt. Jetzt sitzen wir tatsächlich in der Zelle. Möglich, Sir. Auf, Harry, Sie sind gefragt. Ja. Ja, gut, ich komme. Harry, sagen Sie Ihnen, was wir gerade besprochen haben, ja? Und wenn es zum Schlimmsten kommt, kehren Sie zurück und sprechen Sie mit mir. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, gut. Ja. Und, Sie halten die Ohren steif, ja? Und vergessen nicht, dass jetzt die Experten dran sind. Berichten Sie mir, Harry. Ich habe schon gedacht, du kommst nie mehr los von diesen beiden alten Tunden. Aber jetzt hast du es ja geschafft. Und es gibt so viel zu erzählen. Lass den armen Kerl doch mal zu Wort kommen, Jean-Pierre. Er will was sagen. Na, jederzeit. Ich bin ganz Ohr. Also, Süße. Bitte? Was? Er fragt doch nur, ob du dich nicht anziehen kannst, wenn hier Tacheles geredet werden soll. Also dazu sage ich nur eins, mein Junge.
dass ich mich klaro an- und auch nicht mehr ausziehe. Aber damit keine Zweifel aufkommen, stelle ich fest, dass ich ohne Textilien nur in Filmen auftrete, die künstlerisch absolut hochrangig sind. Okay, okay, Süße, jetzt schnall ab. Und erzähl ihm lieber, was er dringend wissen will. Okay, du tote Hose. Du willst wissen, wie ein supermodernes, elektronisch gesteuertes Transatlantikflugzeug in so ein Schlamassel kommen kann. Ja. Stimmt. Erinnerst du dich an den Blitzeinschlag? Was normalerweise total harmlos ist, weil ein Metallkörper sich wie ein faradayscher Käfig verhält, also die Energie ableitet. Im Gegensatz zu Kunststoff, der das nicht tut. Der Blitz hat eingeschlagen und hat die Zentraleinheit eines der Bordcomputer lahmgelegt. Als die Triebwerke streikten, fingen die beiden anderen Computer an, gegeneinander zu arbeiten. Und der dritte konnte den Hickhack nicht schließen. Und ihre Kapazität wurde mehr und mehr davon in Anspruch genommen. Und stand weniger und weniger zur Lenkung der Maschine und Informierung der Crew zur Verfügung. So dass, was im Augenblick in der Kabine läuft, einem Ratespiel verdammt viel ähnlicher ist als der Steuerung der Maschine. Die brauchen Hilfe, Paul. Und das dringend, mein Freund. Denn inzwischen hat auch das Backbord-Triebwerk den Geist aufgegeben. Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Unsere Maschine könnte für eine kleine Weile in Turbulenzen ausgesetzt sein. Bitte bleiben Sie alle sitzen und legen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit die Gurte an. Fehlt Ihnen was? Ich bin nur auf dem Rückweg mit den Schleudern gekommen. Das ist schon gut. Was haben Sie festgestellt? Es sieht so aus, als hätten Sie recht gehabt mit dem Triebwerk. Inzwischen haben beide ausgesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Die Bordanzeige spielt total verrückt. Auf den Schirmen, soweit sie überhaupt etwas anzeigen, erscheinen widersprüchliche Daten. Also nutzlose Daten. Jetzt haben sie Stoppuhren rausgeholt und machen Berechnungen von Hand, auf Schmierpapier. Und zu Großvaters Zeiten. Und zu welchem Ziel und Zweck? Die Triebwerke wieder in Gang zu setzen. Das ist reine Zeitverschwendung, Harry. Ja, aber irgendwas müssen sie doch tun. Ja, sich auf eine Wasserlandung vorbereiten. Ja, beides. Und bis der eine oder andere Fall eintritt, ist das akuteste Problem, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Und das Ganze nennt sich Turbulenzen, ja? Ja. Die Maschine muss ohne Motoren in Fluggeschwindigkeit gehalten werden. Das geschieht durch eine flache Neigung von ca. 2,5 Grad nach unten. Da das auf einen Höhenverlust von rund 2000 Fuß pro Minute hinausläuft, bleiben rund 20 Minuten. Und in der Zeit kann man versuchen, die Triebwerke wieder in Gang zu kriegen. Und wenn das nicht gelingt, dann kommen die Schwimmwesten dran. Aber... Aber das Flugkontrollsystem korrigiert den Captain ständig. Der drückt den Steuerknüppel nach vorn, worauf die Maschine die Schnauze hebt. Das System denkt, verstehen Sie? Naja gut, die Dinger denken natürlich nicht, aber sie verhalten sich als ob. Ich meine, dieses hier tut so, als besäßen wir noch volle Schubkraft und will Höhe und Kurs beibehalten. Mhm. Und das läuft worauf hinaus? Harry, naja, wenn wir nicht in die flache Flugbahn kommen, verlieren wir rasch an Geschwindigkeit. Und schließlich der kritische Augenblick erreicht ist und die Strömung an den Tragflächen abreißt, dann fallen wir vom Himmel. Moment. Paul! Paul! Also stülpst dich einfach den Kopfhörer über. Paul! Ich dachte, Sie kommen mit einer brillanten Idee heraus. Einen Moment, Harry. Ich bin gleich wieder da. Oh, Paul. Das ist keine sehr günstige Zeit, reinzuschauen. Die Lichter, die blinken überall. Und ich habe keinen Strom für den Teekessel. Ich kann den nicht mal... Ist denn das? Wally ist oben im Speicher, sucht nach dem Fehler, hat miserable Laune. Er kann es nicht leiden, wenn er wahrscheinlich auf seiner eigenen Leitung steht. Wer ist denn das, zum Teufel? Paul ist da, Liebling. Ich glaube, er braucht Rat. Mann Gottes, sieht er nicht, dass ich beschäftigt bin?
Also im Augenblick passt's nicht sehr gut, Paul. Wahrscheinlich kriegt er gleich einen Schlag ab da oben und der Verhau ist fertig. Ich rieche eine Katastrophe. Ah, Paul, mein Bester. Sie kommen in einen schwierigen Moment. Nebel scheint sich beunruhigend schnell herabzusenken. Und wir schicken uns an, unseren Marsch über das Moor an und sodann unserem geheimnisvollen, infernalischen Feind gegenüberzutreten. Sides prüft nur noch, ob unsere Domestiken nicht vergessen haben, außer den Handfeuerwaffen auch den Pfeifentabak und den Brandy einzupacken. Eile ist geboten, Remington. Die Stunde der Entscheidung naht. Ich bin bereit, Sides. Aber unser junger Freund Paul scheint noch unserer Hilfe zu bedürfen. In so schwerer Stunde kann die Parole einzig lauten, jeder helfe sich selbst und den Letzten beißen die Hunde. Sie sehen die Lage, mein junger Freund. Als ehemaliger Offizier des königlichen Kavallerieregiments kann ich Ihnen nur einen Rat mitgeben, wie ich ihn einst von einem gerissenen Paschtunen gehört habe. Wenn der Säbel stumpf geworden ist, hilft nur noch die Schärfe der List. Und jetzt leben Sie wohl. Ah, Sie sind's, Paul. Hören Sie, hier wechseln gerade eine Menge Aktien, die Besitzer. Ist leider ein ganz heißer Tag. Verflucht, wer ist denn das? Ach, ich habe ihn schon für einen Schneemann gehalten. Eine kleine Abkühlung wäre genau das Richtige gewesen. Aber es ist tote Hose. Er sagt, er braucht Hilfe. Woher nehmen und nicht stehlen? Hab schon verstanden, Paul. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals, klar. Aber uns auch. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Na, vielleicht haben wir einen kleinen heißen Tipp für ihn. Also, Chantelle und ich kennen uns ganz nett aus hier, ja? Und so viel ist sicher, Paul. Nämlich, dass man die Regeln öfter mal vergessen muss. Sonst geht man unter. Anders gesagt, ab und an muss man den anderen statt Aktien eine Mogelpackung verkaufen. Das Stichwort ist Desinformation. Alles Roger? Das ist zu viel verlangt worden. Das müssen Sie schon selbst ausknobeln. Der springende Punkt ist, das Flugkontrollsystem zu überlisten. Ihm zu suggerieren, die Maschine befindet sich im Anflug zu einer normalen Landung. Ja? Das letzte Angebot, Paul. Viel Zeit bleibt Ihnen nicht mehr. Also, Harry, ganz einfach. Sie müssen dem Flugkontrollsystem eine Mogelpackung verkaufen. Was? Ja. Sein Gehirn ist doch angeknackst. Anweisungen, die nicht zur Routine gehören, kann es nicht verarbeiten. Also muss man es irgendwie überlisten, ihm suggerieren, dass wir uns dem Bestimmungsort nähern und dass es mit dem Anflug beginnen soll. Können Sie das veranlassen? Nochmal ins Cockpit? Nee, ich denke nicht dran. So wie die Maschine rumtobt, bricht man sich ja nur die Knochen. Na, dann denken Sie doch mal an die Alternative. Können Sie das Flugkontrollsystem übers Ohr hauen oder nicht? Sie sind doch der verdammte Fachmann. Ich bin nur der verdammte Passagier. Tja, naja, wir könnten das Flugkontrollsystem vom Radio-Pi-System abkoppeln. Dann weiß die Maschine schon mal nicht, wo sie ist. Und wenn wir dann noch die Uhren umstellen... Aber mit mir brauchen Sie das nicht zu diskutieren, Harry. Das Beste wäre, Sie ziehen los und machen das ganz einfach. Ne? Vielleicht jetzt gleich. Solange hier gerade Ruhe herrscht. Na los. Ja. Na gut. Ja. Gut, Paul. Ich kann es ja mal versuchen. Ach, hallo. Mach's dir bequem. Er ist da. Paul. Paul? Wer oder was? Du wirst dich doch noch an Paul erinnern. Gedächtnis wie ein Sieb. Paul. Ach, Paul. Der Junge, der glaubt, er kann ein Flugzeug fliegen. Was denn da? Natürlich erinnere ich mich an ihn. Alles gut gegangen soweit, mein Junge? Hab mich mal ganz gut ausgekannt in den Sachen. Das war einmal. Ich weiß eben nicht, ob er es richtig gemacht hat, Uli. Aber er hat sein Bestes getan, sagt er. Bravo, bravo. Das hört man gern. Reine Zeitverschwendung, mir mit sowas zu kommen. Wir haben keine Energie mehr. Wenn du weißt, was ich meine, Paul. Ja, der Ofen ist aus. Deshalb ist es so kalt. Und keine Birnen, nur die Kerzen. Die sind auch gleich runtergebrannt. Naja, sehr nett von dir, dass du reingeschaut hast bei uns, mein Sohn. Was noch schnell, was du wolltest? Geh jetzt besser, Junge. Hast du einiges am Hals, was?
Nee, für uns kannst du nichts tun. Sie jetzt alleine. Paul. Paul. Höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, mein Junge. Ja, beim Zeus. Es ist Nacht geworden. Und die Flammen unseres kleinen Lagerfeuers züngeln nur noch schwach. Und wenn das Feuer ist, einmal erloschen ist. Deine Pflichten sind von anderer Art, Paul. Und was uns betrifft, ist noch ein Tropfen Brandy übrig sein. Genügend für uns beide, Remy. Wie steht's mit der Munition für den Webley? 2 Kugeln im Magazin Symes. Genug der Worte, Remington. Und damit, Paul, leben Sie wohl und Gott befohlen. Verhalten Sie sich wie ein wahrer Engländer. Wir wollen desgleichen tun. Na, wer kommt denn da? Tote Hose. Ziemlich beknackte Zeit für einen Besuch, mein Bester. Die Kurse sind in den Keller gerasselt. Das Kleingeld für den Schnee ist uns ausgegangen. Wir sitzen auf dem Trocknen. Das Letzte vom Letzten. Also. Warum machst du nicht einfach einen kleinen Spaziergang, Paul? Auf dem Wasser. Ja, der Knabe ist unersättlich, Chantel. Er will Informationen. Naja, Informationen waren mal unsere heißeste Ware. Ist die knapp geworden. Er wird dann aber auch gleich sowas fragen, Paul. Ob wir wirklich sind? Ich hab mich schon mal wirklicher gefühlt. So viel steht fest. Oder ein Produkt seiner Fantasie. Hast du denn keine anderen Sorgen, Süße? Also, ich glaube ja, Paul ist seinerseits ein Fantasieprodukt. Na, vielleicht haben wir noch einen letzten heißen Tipp für ihn. Ich habe mal so ziemlich alles drauf gehabt, aber jetzt, oh Mann. Also, es könnte ungefähr so sein, Paul. Wenn ein Informationssystem ausfällt, liefert es keine Signale mehr, sondern nur noch Geräusch. Ja, wir sind das Geräusch im System, Paul. Das ist das Klarste, was in meinem System zu finden ist. Nicht schlecht gesagt. Jawohl. Und jetzt verdufte, Paul. Verpiss dich, jawohl. Das ist der springende Punkt. Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Wir haben Schwierigkeiten mit der Maschine. Beide Triebwerke funktionieren nicht mehr und unsere Versuche, sie wieder in Gang zu bringen, sind erfolglos geblieben. Wir befinden uns derzeit in einem stabilen Sinkflug, an dessen Ende ich eine Wasserlandung versuchen werde. Die Crew wird jetzt ihre Instruktionen über Schwimmwesten und den Notausstieg aus der Maschine wiederholen. Ich bitte hier für Ihre Aufmerksamkeit und bin zuversichtlich, dass wir den Flug erfolgreich beenden werden. Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Harry! Sind Sie da, Harry? Hilfe! Ist niemand da? Hilfe! Hilfe! Hallo! Hallo! Ist da jemand? Ihr könnt keine Signallampe auf Ihrer Schwimmweste sehen! Funktioniert nicht! Sollen wir eine Leuchtmaschine zünden? Du kannst bei uns bleiben, Kumpel, wenn du willst. Jederzeit. Das Herumgeschwimmen bringt ja nichts, außer eine Menge Mühe. Ist die schon wärmer? In den kleinen Grabfingern hat er noch kein Gefühl, was? Trinken Sie einen Schluck von Mrs. Dockets Rumpunsch. Er hat noch jeden ins Leben zurückgeholt. Und dann eine ordentliche Mütze voll Schlaf. Und dann werden wir hier mal die Messer setzen. Wir werden die auf 1 Trillion verklagen. Das ist der springende Punkt. Jederzeit hierbleiben. Die kleinen Finger noch ohne Gefühl, was? Nichts wie hinter die Binde, Paul. Dann eine ordentliche Mütze voll Schlaf, hä? Kuschel dich an mich, Paul. Jetzt ausgestiegen, Paul, und den Gewinn eingestrichen. Ich schütze eine Leuchtrakete. Schwimmen Sie zum Rettungsflot. Bleib da. Noch immer ohne Gefühl, hä? Einen ordentlichen
hinter die Binde. Mütze voll Schlaf. An mich gekuschelt, der springende Punkt. Nein, ihr seid nicht meine Freunde. Die sind mit der Maschine auf Grund gegangen. Da hat sich was bewegt. Schwer zu sagen zwischen all den Wrackteilen. Bleib. Schon wärmer? Hinter die Binde damit. Mütze voll Schlaf. Schön an mich gekuschelt und entspannt. Wer wird ihn jetzt fragen, was wirklich ist? Paul, wir sind einer des anderen Fantasieprodukt. Das ist der springende Punkt. Nein. Ich habe was gehört. Eine Stimme. Schwimmen Sie auf das Licht zu. Auf das Licht zu. Das Licht zu. Du glaubst, du siehst ein Licht, Paul? Aber wenn du deinen Ohren schon nicht trauen kannst, Kumpel, wieso dann deinen Augen? Der Durchschnittstypen nicht die Schlaumeier spielen werden. Wir sind nur ziemlich nützlich, weil wir einfach alles auf den Boden der Tatsachen bringen. Nichts für uns, Paul. Ich glaube, ohne Zuhörer tun wir uns leichter, Paul. Stimmt, stimmt. So. Also, das Hauptproblem dürfte sein, dass Paul womöglich denkt, er hat nein, Schutz, würde den meisten in seiner Lage haargenau so gehen. Womit die meisten haargenau recht hätten. So, dass sie am besten einfach mal aus dem Fenster gucken, Paul, und ihren Freund Harry nach dem fragen, was ihnen da auffällt. Aber ganz beiläufig, völlig locker. Nicht unbedingt ihre Spezialität, aber einfach mal versuchen. Dann wird's langsam Zeit, was zu unternehmen. Was? Das wird Ihnen der große Detektiv verraten. Klar, dass Sie jede Menge Fragen haben, Paul. Aber die müssen warten. Ob ich nicht doch die Stewardess rufe, Paul? Ich meine, die kann Ihnen bestimmt helfen. Mir? Ich brauche keine Hilfe. Mir tun die Ohren weh, das ist alles. Also, ja. Naja, umso besser. Was für idiotisches Zeug Sie sich beim Fliegen anhören müssen, ne? Ja, etwas sehr hart ausgedrückt, ne? Wenn man Fachmann ist, meine ich. Ich sehe mir also jetzt zum Beispiel den rechten Motor an. Steuerbord, bitte. Ich meine ja nur, ein unerfahrener Reisender muss sich da doch tatsächlich wundern. Wieso? Wir sind es aber selbst. Hm. Geht's? Ja. Die Leute haben die komischsten Vorstellungen, wissen Sie? Die denken, die Tragflächen müssen zu Bruch gehen, wenn die Klappen ausgefahren sind und sowas. Nein, mir sind mir diese kleinen Flämmchen aufgefallen, die da hinten immer aus dem Triebwerk herauszünden. Ja, und? Ist doch völlig normal. Aber das tun sie jetzt nicht mehr. Shit. Ich brauche die Stewardess nicht. Ich fühle mich tadellos. Halten Sie die Klappe, verdammt nochmal. Ja, man hat doch keinen Grund, so ausfallen zu werden. Verzeihung, aber ich möchte kurz was zu Papier bringen, ja? Ja. Dabei muss ich mich konzentrieren, okay? Ja. Okay. Was ist los, Harry? Ein bescheidenes Problem, Paul. Das sich tadellos lösen lässt und von dem die Crew garantiert weiß. Ich gebe denen lediglich eine extra Information. Sie wollen ja wohl nicht, dass hier eine Panik ausbricht, oder, mein Freund? Aber was genau ist denn? Kann ich etwas für Sie tun, Sir? Ja, wenn Sie bitte diesen Zettel dem Captain geben wollen. Ja? Bedauere, Sir. Wie Sie gewiss verstehen werden, können wir nicht zulassen, dass Reisende sich mit Fragen oder Mitteilungen... Ja, und wenn es zum Schlimmsten kommt, kehren Sie zurück und sprechen Sie mit mir. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, gut. Ja. Und, Sie halten die Ohren steif, ja? Vergessen nicht, dass jetzt die Experten dran sind. Berichten okay. Sie mir, Harry. Oh, Süße. Ich habe schon gedacht, du kommst nie mehr los von diesen beiden alten Tunden. Aber jetzt hast du es ja geschafft. Und es gibt so viel zu erzählen. Lass den armen Karl doch mal zu Wort kommen, Jean-Tel. Er will was sagen. Na, jederzeit. Ich bin ganz Ohr. Also, Süße. Bitte? Was? Er fragt doch nur, ob du die nicht anziehen kannst, wenn hier Tacheles geredet werden soll. Also dazu sage ich nur eins, mein Junge.
dass ich mich klaro an- und auch nicht mehr ausziehe. Aber damit keine Zweifel aufkommen, stelle ich fest, dass ich ohne Textilien nur in Filmen auftrete, die künstlerisch absolut hochrangig sind. Okay, okay, Süße, jetzt schnall ab. Und erzähl ihm lieber, was er dringend wissen will. Okay, du tote Hose. Du willst wissen, wie ein supermodernes, elektronisch gesteuertes Transatlantikflugzeug in so ein Schlamassel kommen kann. Stimmt. Erinnerst du dich an den Blitzeinschlag? Was normalerweise total harmlos ist, weil ein Metallkörper sich wie ein Faradayscher Käfig verhält, also die Energie ableitet. Im Gegensatz zu Kunststoff, der das nicht tut. Der Blitz hat eingeschlagen und hat die Zentraleinheit eines der Bordcomputer lahmgelegt. Als die Triebwerke streikten, fingen die beiden anderen Computer an, gegeneinander zu arbeiten. Und der dritte konnte den Hickhack nicht schließen. Und ihre Kapazität wurde mehr und mehr davon in Anspruch genommen. Und stand weniger und weniger zur Lenkung der Maschine und Informierung der Crew zur Verfügung. So dass, was im Augenblick in der Kabine läuft, einem Ratespiel verdammt viel ähnlicher ist als der Steuerung der Maschine. Die brauchen Hilfe, Paul. Und das dringend, mein Freund. Denn inzwischen hat auch das Backbord-Triebwerk den Geist aufgegeben. Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Unsere Maschine könnte für eine kleine Weile in Turbulenzen ausgesetzt sein. Bitte bleiben Sie alle sitzen und legen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit die Gurte an. Fehlt Ihnen was? Ich bin nur auf dem Rückweg in den Schleudern gekommen. Das ist schon gut, Herr. Was haben Sie festgestellt? Es sieht so aus, als hätten Sie recht gehabt mit dem Triebwerk. Inzwischen haben beide ausgesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Die Bordanzeige spielt total verrückt. Auf den Schirmen, soweit sie überhaupt drin. Worüber unterhalten Sie sich? Paul, Sie müssen den Kopfhörer aufsetzen. Tony, woran denkst du? Ein Optionsgeschäft. Fantastisch. Wie dein Kopf funktioniert. Welche Aktien? Consolidated Amalgamated. Kaufst du oder verkaufst du? Ich bin dabei, sie zu verkaufen. Mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Hast du denn welche? Sonst noch was? Wenn die Optionen, die ich verkaufe, auslaufen, hole ich die Aktien aus dem Mülleimer. Aber meine Kunden müssen noch den vereinbarten Preis zahlen. Tony, das heißt doch, du hast Informationen. Ohne Informationen läuft doch sowieso nichts. Ich meine Insider-Informationen, die du nicht verwenden darfst. Hör mal, Süße, du weißt genau, woher ich komme, nämlich aus der Gosse. Und da wird auch nicht nach Regeln gespielt. Jetzt geht's nach oben und das steil und schnell und ohne Stopp. Und die einzige Frage ist, ob du einsteigst oder draußen bleibst. Wie gut sind deine Informationen? Consolidated Amalgamated produzieren den letzten Schrei an Flugzeugen. Kohlefaser, elektronisch gesteuert, gläsernes Cockpit. Das dauert nicht mehr lang und die fallen dutzendweise vom Himmel. Ja, na wenn schon, oder? Paul. Ich meine, was soll's? In einem Film wird viel geredet, oder? Und selbst ja auch in allem anderen als in einem Flugzeug, nicht? Sie haben gesagt, Sie kennen den Film. Ja. Sie erinnern sich an die Stelle. Ach, die unterscheidet sich doch nicht von vielen anderen Stellen. Sie erinnern sich, worüber die zwei gesprochen haben. Über Geld oder Sex? Eins von beiden. Was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Wenn Sie dieses Flugzeug, das in dem wir hier sitzen, als den elektronisch gesteuerten, aus Kohlefaser gefertigten und mit einem gläsernen Cockpit ausgestatteten letzten Schrei der Luftfahrt bezeichnen? Ja, das dürfte eine zutreffende Bezeichnung sein. Aha. Aber was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Können Sie mir das erklären? Was heißt das? Ob es in Ihrem Kopf nicht schon schlimm genug aussieht, lieber Freund? Ich will es wissen. Ja, schon gut, schon gut. Verschonen mir doch die anderen damit. Also, elektronisch gesteuert bezieht sich auf das Kontrollsystem. Und soll sagen, dass es keine mechanischen Verbindungen zwischen den Steuerhebeln des Piloten und den Teilen gibt,
mit denen seine Kommandos umgesetzt werden. Also das sind Querruder, Höhenruder, Hebezäume, Klappen und so fort. Ein elektronisches, computergesteuertes Signal gibt den Befehl an einen Servomotor, Börsenmakler in New York. Und das Mädchen? Naja, sie auch. Also beziehungsweise eine Arbitragehändlerin, falls das einen Unterschied macht. Oder auch eine Investmentberaterin, ich weiß nicht, ist ja auch wirklich egal. Jedenfalls bekommen sie es über enorme Geldgeschäfte miteinander zu tun. Und warum ziehen sie sich aus? Naja, weil sie es miteinander treiben wollen. Ja, aber in Wirklichkeit geht es die ganze Zeit um Geld, nicht? Also, beide spüren, dass der andere das Zeug dazu hat, Millionen zu schaffen. Und das wird wie ein Aphrodisiakum, nicht wahr? Unfehlbar alle 20 Minuten legen die los. Also, wenn die Finanzgeschäfte zu kompliziert werden. Ja, ich verstehe. Ja, Kunst ist es vielleicht nicht, aber... Ansehbar, durchaus ansehbar. Tja. Worüber unterhalten Sie sich? Paul, Sie müssen den Kopfhörer aufsetzen. Achso, okay. Tony? Woran denkst du? Ein Optionsgeschäft. Fantastisch. Wie dein Kopf funktioniert. Welche Aktien? Consolidated Amalgamated. Kaufst du oder verkaufst du? Ich bin dabei, sie zu verkaufen, mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Hast du denn welche? Sonst noch was? Wenn die Optionen, die ich verkaufe, auslaufen, hole ich die Aktien aus dem Mülleimer. Aber meine Kunden müssen noch den vereinbarten Preis zahlen. Tony, das heißt doch, du hast Informationen. Ohne Informationen läuft doch sowieso nichts. Ich meine Insider-Informationen, die du nicht verwenden darfst. Hör mal, Süße, du weißt genau, woher ich komme, nämlich aus der Gosse. Und da wird auch nicht nach Regeln gespielt. Jetzt geht's nach oben und das steil und schnell und ohne Stopp. Und die einzige Frage ist, ob du einsteigst oder draußen bleibst. Wie gut sind deine Informationen? Consolidated Amalgamated produzieren den letzten Schrei an Flugzeugen. Kohlefaser, elektronisch gesteuert, gläsernes Cockpit. Das dauert nicht mehr lang und die fallen dutzendweise vom Himmel. Na dann schon, oder? Paul. Ich meine, was soll's? In einem Film wird viel geredet, oder? Sie sind selbst ja auch in allem anderen als in einem Flugzeug, nicht? Sie haben gesagt, Sie kennen den Film. Ja. Sie erinnern sich an die Stelle. Unterscheidet sich doch nicht von vielen anderen Stellen. Sie erinnern sich, worüber die zwei gesprochen haben. Über Geld oder Sex? Eins von beiden. Was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Wenn Sie dieses Flugzeug... Nicht unbedingt Ihre Spezialität, aber mal versuchen. Dann wird's langsam Zeit, was zu unternehmen. Was? Das wird Ihnen der große Detektiv verraten. Klar, dass Sie jede Menge Fragen haben, Paul. Aber die müssen warten. Ich nicht doch die Stewardess rufe, Paul. Ich meine, die kann Ihnen bestimmt helfen. Mir? Ich brauche keine Hilfe. Mir tun die Ohren weh, das ist alles. Also, ja. Naja, umso besser. Was für idiotisches Zeug Sie sich beim Fliegen anhören müssen, ne? Nein, ja, etwas sehr hart ausgedrückt, ne? Wenn man Fachmann ist, meine ich. Ich sehe mir also jetzt zum Beispiel den rechten Motor an. Steuerbord, bitte. Ich meine ja nur, ein unerfahrener Reisender muss sich da doch tatsächlich wundern. Wieso? Wir sind es aber selbst. Jetzt? Ja, danke. Die Leute haben die komischsten Vorstellungen, wissen Sie. Die denken, die Tragflächen müssen zu Bruch gehen, wenn die Klappen ausgefahren sind. Hier sind mir diese kleinen Flämmchen aufgefallen, die da hinten immer aus dem Triebwerk herauszünden. Ja, und? Ist doch völlig normal. Aber das tun sie jetzt nicht mehr. Shit. Harry. Oh, shit. Na, Harry, ich brauche die Stewardess nicht. Ich bin nämlich tadellos. Halten Sie die Klappe, verdammt nochmal. Man hat doch keinen Grund, so ausfallen zu werden.
verzeihen, aber ich möchte kurz was zum Papier bringen, ja? Dabei muss ich mich konzentrieren, okay? Okay. Was ist los, Harry? Ein bescheidenes Problem, Paul. Das sich tadellos lösen lässt und von dem die Crew garantiert weiß. Ich gebe denen lediglich eine extra Information. Sie wollen ja wohl nicht, dass hier eine Panik ausbricht, oder, mein Freund? Aber was genau ist denn... Kann ich etwas für Sie tun, Sir? Ja, wenn Sie bitte diesen Zettel den Captain geben wollen. Ja? Bedauere, Sir. Wie Sie gewiss verstehen werden, können wir nicht zulassen, dass Reisende sich mit Fragen oder Mitteilungen an das Flugpersonal wenden. Wenn Sie mir sagen, worum es geht, werde ich mein Möglichstes tun, zu helfen. Also es geht nicht darum, dass ich den Captain auffordere, die Maschine nach Kuba zu fliegen. Verstehen Sie? Ich weise ihn lediglich darauf hin, dass ein Triebwerk ausgefallen ist. Ich möchte mich vergewissern, dass er es weiß. In diesem Falle bedanke ich mich für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen versichern, dass die Crew das Nötige unternimmt, falls es Funktionsstörungen in der Maschine geben sollte. Ach, tun Sie mir den einen Gefallen. Zeigen Sie den Zettel dem Chef Stuart und lassen Sie ihm entscheiden, ob der Captain die Nachricht bekommen soll oder nicht. Ja? Sie meinen, Sir. Sie sind... Fehlt Ihnen was? Ich bin nur auf dem Rückweg ins Schleudern gekommen. Das ist schon gut. Was haben Sie festgestellt? Es sieht so aus, als hätten Sie recht gehabt mit dem Triebwerk. Inzwischen haben beide ausgesetzt. Aber das ist noch nicht alles. Die Bordanzeige spielt total verrückt. Auf den Schirmen, soweit sie überhaupt etwas anzeigen, erscheinen widersprüchliche Daten. Also nutzlose Daten. Jetzt haben sie Stoppuhren rausgeholt und machen Berechnungen von Hand, auf Schmierpapier. Wie zu Großvaters Zeiten. Und zu welchem Ziel und Zweck? Die Triebwerke wieder in Gang zu setzen. Das ist reine Zeitverschwendung, Harry. Ja, irgendwas müssen sie doch tun. Ja, sich auf eine Wasserlandung vorbereiten. Oder beides. Und bis der eine oder andere Fall eintritt, ist das akuteste Problem, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Und das Ganze nennt sich Turbulenzen, ja? Ja. Die Maschine muss ohne Motoren in Fluggeschwindigkeit gehalten werden, nicht wahr? Das geschieht durch eine flache Neigung von ca. 2,5 Grad nach unten. Da das auf einen Höhenverlust von rund 2000 Fuß pro Minute hinausläuft, bleiben rund 20 Minuten. Und in der Zeit kann man versuchen, die Triebwerke wieder in Gang zu kriegen. Und wenn das nicht gelingt, dann kommen die Schwimmwesten dran. Aber... Aber das Flugkontrollsystem korrigiert den Captain ständig. Der drückt den Steuerknüppel nach vorn, worauf die Maschine die Schnauze hebt. Weil das System denkt, verstehen Sie? Naja gut, die Dinger denken natürlich nicht, aber sie verhalten sich als ob. Ich meine, dieses hier tut so, als besäßen wir noch volle Schubkraft und will Höhe und Kurs beibehalten. Mhm. Und das läuft worauf hinaus? Harry, naja, wenn wir nicht in die flache Flugbahn kommen, verlieren wir aber schon Geschwindigkeit. Und das ist nicht der kritische Augenblick erreicht ist und die Strömung an den Tragflächen abreißt. Dann fallen wir vom Himmel. Moment. Paul! Paul! Also stülpt sich einfach den Kopfhörer über. Paul! Ich dachte, Sie kommen mit einer brillanten Idee heraus. Einen Moment, Harry. Ich bin gleich wieder da. Oh, Paul. Ihre höchst ungewöhnlichen Sache widmen, mit welcher ich seit kurzem befasst bin. Ich bin begierig, Näheres zu hören, Symes. Die Regierung Ihrer Majestät hat mich beauftragt, Sie in Fragen der Sicherheit, vor allem des Schutzes vor Auskundschaftung, einer neuen Erfindung zu beraten, welche zu kriegerischen Zwecken eingesetzt eine durchaus umwälzende Wirkung zu haben geeignet ist. Was könnte das wohl sein? Eine Verbesserung der Reichweite von Geschützen und eine besonders zerstörerische Granate. Nichts dergleichen, Remington. Ich spreche von einem Gerät, feindliche Flotten zu beobachten, die unter dem Horizont kreuzen und desgleichen feindliche Truppen beim Manövrieren noch innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Ein Spiegel an
nicht von einem Spiegel an einem überlangen Halter, sondern von einem Fluggerät, welches schwerer ist als Luft. Wenn es schwerer ist als Luft, Times, kann ein solches Fluggerät per Definition nicht fliegen. Wozu würden wir sonst Ballons und Luftschiffe verwenden? Weil wir außerstande waren, einen solchen Apparat mit einem hinreichend starken und genügend leichten Antrieb auszustatten. Bislang, Remy. Denn der neue Apparat wird mit einer Verbrennungsmaschine, Motor genannt, ausgerüstet sein, wie sie unlängst der geniale Dr. Otto erfunden hat. Ein Ausländer, dem Namen nach. Ein Deutscher, Remy. Ah. Tüchtigen Deutschen. In der Tat, strebsam auch in Handel und Industrie. Eifersüchtig auf unsere Flotte. Neidisch auf unsere Kolonie. Schurkisch genug, wenn ich recht verstehe, eine Erfindung wie die besagte an sich zu bringen und gegen uns einzusetzen. In der Tat, Remington. Es besteht guter Grund zu der Annahme, dass an solchen Plänen geschmiedet wird. Was aber, Simes, wenn der Motor dieses Fluggeräts versagt, während es am Himmel dahinzieht? Dann, mein lieber Remington, würde dieses mit zunehmender Geschwindigkeit der Erde entgegenrasen und dort furchtbar zerschellen. Paul. Paul, Ihnen wird aber nicht schlecht, oder? Was haben Sie zu den Motoren von diesem Ding hier zu sagen? Soll ich dich so etwas holen, Paul? Ich meine, Sie würden ja nicht mitfliegen. Wenn Sie nicht überzeugt wären, die halten durch, oder? Aber sicher nicht, lieber Paul. Also, die sind technisch einwandfrei, absolut einwandfrei. Ich will mich nicht so erwischen, haben Tabletten gegenüber. Ich fühle mich ausgezeichnet. Ich meine, Sie sind schließlich der Fachmann und solange Sie mit allem einverstanden sind, bin ich es auch. Ja, gut, gut, hervorragend. Ja. Aber was bringt Sie ausgerechnet auf die Motoren? Denken Sie öfter über Motoren nach? Überhaupt nicht. Hm. Normalerweise. Die beeinflusse ich ja nicht, wenn ich mich in die eine oder andere Richtung bewege. Ja, ich verstehe. Ja, Kunst ist es vielleicht nicht, aber ansehbar, durchaus ansehbar. Tja. Worüber unterhalten Sie sich? Oh, Sie müssen den Kopfhörer aufsetzen. Also, Tony, woran denkst du? Ein Optionsgeschäft. Fantastisch. Wie dein Kopf funktioniert. Welche Aktien? Consolidated Amalgamated. Kaufst du oder verkaufst du? Ich bin dabei, sie zu verkaufen, mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Hast du denn welche? Sonst noch was? Wenn die Optionen, die ich verkaufe, auslaufen, hole ich die Aktien aus dem Mülleimer. Aber meine Kunden müssen noch den vereinbarten Preis zahlen. Tony, das heißt doch, du hast Informationen. Ohne Informationen läuft doch sowieso nichts. Ich meine Insider-Informationen, die du nicht verwenden darfst. Hör mal, Süße, du weißt genau, woher ich komme, nämlich aus der Gosse. Und da wird auch nicht nach Regeln gespielt. Jetzt geht's nach oben und das steil und schnell und ohne Stopp. Und die einzige Frage ist, ob du einsteigst oder draußen bleibst. Wie gut sind deine Informationen? Consolidated Amalgamated produzieren den letzten Schrei an Flugzeugen. Kohlefaser, elektronisch gesteuert, gläsernes Cockpit. Das dauert nicht mehr lange und die fallen dutzendweise vom Himmel. Ja, na wenn schon, oder? Oh. Ich meine, was soll's? In einem Film wird viel geredet, oder? Selbst ja auch in allem anderen als in einem Flugzeug, nicht? Sie haben gesagt, Sie kennen den Film. Ja. Sie erinnern sich an die Stelle. Die unterscheidet sich doch nicht von vielen anderen Stellen. Sie erinnern sich, worüber die zwei gesprochen haben. Über Geld oder Sex? Eins von beiden. Was meinen Sie da, worüber die gesprochen haben? Wenn Sie dieses Flugzeug, das in dem wir hier sitzen, als den elektronisch gesteuerten, aus Kohlefaser gefertigten und mit einem gläsernen Cockpit ausgestatteten letzten Schrei der Luftfahrt bezeichnen? Ja, das dürfte eine zutreffende Bezeichnung sein. Aha. Aber was meinen Sie denn, worüber die gesprochen haben? Können Sie mir das erklären? Was heißt das? Ob es in Ihrem Kopf nicht schon schlimm genug aussieht, lieber Freund? Ich will es wissen. Ja, schon gut, schon gut. Verschonen wir doch die anderen damit. Also,
elektronisch gesteuert, bezieht sich auf das Kontrollsystem. Und soll sagen, dass es keine mechanischen Verbindungen zwischen den Steuerhebeln des Piloten und dem Teil... Sie sind schließlich der Fachmann und solange Sie mit allem einverstanden sind, bin ich's auch. Ja, gut, gut, hervorragend. Ja. Aber was bringt Sie ausgerechnet auf die Motoren? Denken Sie öfter über Motoren nach? Überhaupt nicht. Hm. Normalerweise. Die beeinflusse ich ja nicht, wenn ich mich in die eine oder andere Richtung bewege. Oder in meinem Sitz vorlehne. Oder zu geräuschvoll die Toilette spüle. Nein, nein, nein. Das Programm, das Sie also einem was bieten, das ist für nervöse Menschen Gift. Unverantwortlich, meiner Ansicht nach. Ja, ja. Anderen Passagieren allerdings scheint sich niemand aufzuregen. Trotzdem. Ich frage mich nur, wie nervös muss jemand sein, damit ihn sowas aufregt? Sie meinen, das bin nur ich? Und ich bilde mir das alles nur ein? Ich bin Ingenieur, kein Psychiater. Ich verstehe nichts von diesem Ding. Hören Sie, der Film läuft erst seit 20 Minuten. Sie können leicht noch einsteigen. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn, er ist harmlos. Wirklich, nichts drin, was Sie aufregen kann. Wovon handelt er denn? Ja. Wer sind denn diese entsetzlichen Typen? Also er. Er ist ein Yuppie-Börsenmakler in New York. Und das Mädchen? Naja, sie auch. Also beziehungsweise eine Arbitragehändlerin, falls das einen Unterschied macht. Oder auch eine Investmentberaterin. Ich weiß nicht, ist ja auch wirklich egal. Jedenfalls bekommen sie es über enorme Geldgeschäfte miteinander zu tun. Und warum ziehen Sie sich aus? Ja, was ist miteinander treiben? Ja, aber in Wirklichkeit geht es die ganze Zeit um Geld, nicht? Also, beide spüren, dass der andere das Zeug dazu hat, Millionen zu schaffen. Und das wird wie ein Aphrodisiak. Unfehlbar alle 20 Minuten legen die los. Also, wenn die Finanzgeschäfte zu kompliziert werden. Ja, ich verstehe. Ja, Kunst ist es vielleicht nicht, aber ansehbar, durchaus ansehbar. Tja. Worüber unterhalten Sie sich? Oh, Sie müssen den Kopfhörer aufsetzen. Also, ein Optionsgeschäft. Fantastisch. Wie dein Kopf funktioniert. Welche Aktien? Consolidated Amalgamated. Kaufst du oder verkaufst du? Ich bin dabei, sie zu verkaufen. Mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Ah, unser Mann. Halten Sie ihn fest, Remy. Paul, Sie können die Lage rechnen. Sie allein. Wir müssen mit Ihnen... Paul. Ja? Du weißt wirklich, was mich anmacht. Mann! Ah, ich weiß nicht, Dolly. Ich möchte nicht. Ach was, Wally. Hab dich nicht so. Du weißt nicht mehr, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, du hast alles total vermurkst. Das ist passiert. Geh's vernünftig an. Ich fürchte nur, wenn ich ihm reinen Wein einschenke, schaltet er ab. Ach du heiliger Strohsack. Na, dann lass mich mal. Wir haben Ihnen was ziemlich Wichtiges mitzuteilen, Paul. Also werden Sie uns den Gefallen tun und dranbleiben? Ja. Danke. Das ist lieb. Los. Ja, also, sehr freundlich, dass Sie bei uns vorbeikommen, Kumpel. Er heißt Paul. So, tja, also, Paul, normalerweise würden wir Sie ja nicht damit belästigen, aber über die üblichen Kanäle geht einfach nichts mehr. Alles dicht, sozusagen. Ganz recht, und deswegen müssen wir Sie einspannen, Kumpel. Wobei klar ist, dass wir als sozusagen ganz gewöhnliche Vorstadt-Reihenhaus-Facharbeiter-Durchschnittstypen nicht die Schlaumeier spielen werden. Wir sind nur ziemlich nützlich, weil wir einfach alles auf den Boden der Tatsachen bringen. Nichts gut, Paul. Ich glaube, ohne Zuhörer tun wir uns leichter, Wally. Stimmt, stimmt. So,
Also, das Hauptproblem dürfte sein, dass Paul womöglich denkt, er hat würde den meisten in seiner Lage Haar genauso gehen. Womit die meisten Haare genau recht hätten. So, dass sie am besten einfach mal aus dem Fenster gucken, Paul, und ihren Freund Harry nach dem fragen, was ihnen da auffällt. Aber ganz beiläufig, völlig locker. Nicht unbedingt ihre Spezialität, aber mal versuchen. Dann wird's langsam Zeit, was zu unternehmen. Was? Das wird Ihnen der große Detektiv verraten. Klar, dass Sie jede Menge Fragen haben, Paul. Aber die müssen warten. Ob ich nicht doch die Stewardess rufe, Paul? Ich meine, die kann Ihnen bestimmt helfen. Mir? Ich brauche keine Hilfe. Mir tun die Ohren weh, das ist alles. Also, ja. Naja, umso besser. Was für idiotisches Zeug Sie sich beim Fliegen anhören müssen, ne? Also, etwas sehr hart ausgedrückt, ne? Wenn man Fachmann ist, meine ich. Ich sehe mir also jetzt zum Beispiel den rechten Motor an. Steuerbord. Ich meine ja nur, ein unerfahrener Reisender muss sich da doch tatsächlich wundern. Wieso? Wir sind es aber selbst. Nee. Jetzt? Ja. Leute haben die komischsten Vorstellungen, wissen Sie.